Warum die zweite Februarhälfte die schwerste Börsenphase dieses Jahres werden kann, welche Überraschungen aus den USA nach Deutschland kommen können und was Markus Koch, Korrespondent von der New Yorker Börse, jetzt über Deutschland und die deutsche Wirtschaft denkt, das gibt es im neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kopacz, ich bin Leitung Digital hier bei Börse Online und wenn dir dieses Video gefällt, dann abonnier den Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Markus Koch. Wir haben heute Markus Koch zu Gast. Und ihr alle da draußen kennt Markus sicherlich, weil er seit Jahrzehnten von der New Yorker Börse berichtet. Markus hat auch einen sehr spannenden YouTube-Kanal, den ich euch nur empfehlen kann, den wir unten verlinken, falls ihr ihn noch nicht kennt, mit der Opening Bell, wo es jeden Tag die wichtigsten News aus den USA gibt. Und Opening Bell Plus, schaut es euch einfach mal an. Und jetzt, hallo Markus, schön, dass du heute bei uns bist. Grüß dich, ja, danke für die Einladung. Börse Online, ja, da werden die wilde Erinnerungen wach, also Beginn meiner Karriere sozusagen. Ja, schön, dass du auch hier Verbindungen zu uns hast. Vielleicht sitzen wir ja auch irgendwann mal in New York, wenn das mit den US-Börsen so weitergeht, denn irgendwie hat man ja das Gefühl, die US-Börsen, US-Aktien rasieren im Moment alles. Also jeden Tag, wenn ich in mein Portfolio gucke, es geht weiter nach oben. Kann das eigentlich noch lange so gut gehen? Also wir haben jetzt eine Gewinnstrecke im S&P und Nasdaq, die etwa 13 Wochen anhält. Und selbst einer der großen Dauerbullen an der Wall Street, Tom Lee von Fundstrat, der schon sehr früh, auch im letzten Jahr, sehr bullisch war und damit ja letztendlich gesehen auch recht hatte, der warnte jetzt diese Woche, dass wir im S&P vielleicht noch Luft haben, so bis etwa 5020, dass wir aber dann in einen Drawdown laufen könnten. Wenn man sich jetzt mal die vergangenen Anstiegsphasen anschaut im S&P, die letzten 12 Monate, gab es ja schon mal zwei Phasen, in denen es dann jeweils um 20% bergauf ging, wie jetzt auch 21% plus. Und danach ging es dann immer erst mal um etwa 10% bergab. Würde saisonal auch ganz gut passen. Der Februar, die zweite Februarhälfte ist eigentlich eher eine schwierige Phase an der Börse. Also ich würde mal sagen, die Zeit fürs Durchatmen ist gekommen, aber es wird nur ein Durchatmen sein. Heißt jetzt vielleicht kleine Teilgewinnmitnahmen bei Positionen, wo es gut gelaufen ist? Oder wie handhabst du das selbst jetzt? Also ich bin persönlich aktuell auf der Short-Seite, setze also tatsächlich auf einen Rücklauf in der zweiten Hälfte vom Februar und habe jetzt diese sehr starken Rallyes in den letzten Tagen genutzt, vor allen Dingen mich auf der Short-Seite mit zu positionieren. Also für mich persönlich, ich setze also auf einen Rücklauf in die zweite Februarhälfte hinein, vielleicht auch noch bis Anfang März, wobei insgesamt das Umfeld im Jahr 2024 positiv bleibt. Warum ist das eigentlich so? Du hattest es in einem anderen Video schon berichtet, dass es im Februar, vor allem in der zweiten Februarhälfte, irgendwie saisonal schlechter läuft. Ja, das ist eine gute Frage. Die saisonalen Trends haben auch im letzten Jahr hervorragend funktioniert. Das Jahresende hineingehen mit der Jahresendrallye. Und wir haben ja nun die ganzen Statistiken für gerade auch die zweite Februarhälfte und auch für den September. Und man mag es kaum glauben, wenn man jetzt bis 1928 zurückgeht, dann ist die zweite Hälfte vom Februar für den S&P noch schlechter als die Zwei-Wochen-Phase im September und für den Nasdaq seit 1985 genau das Gleiche. Das hat wahrscheinlich mit Kapitalströmen auch zu tun. Es fließt ja sehr viel frisches Kapital für gewöhnlich im Jahresanfang rein. Wir haben abgesehen davon auch ein extrem festes Jahresende gehabt. Die Positionierungen sind also sehr bullisch aktuell und das Ende der Berichtssaison naht. Die Berichtssaison facht jetzt natürlich alles nochmal an, insbesondere im Tech-Sektor, aber die Berichtssaison endet bald und damit endet dann normalerweise auch die Phase der sehr guten Nachrichten. Und wir müssen schon auch ein bisschen zittern, was die Inflation betrifft. Da hat sich das Nachrichtenumfeld in den letzten Wochen doch erheblich verschlechtert. Ja, finde ich aber sehr interessant auf jeden Fall, dass es in der zweiten Februarhälfte sogar so schwierig ist. War mir gar nicht bewusst, dass es sogar schlechter als im September läuft. Ich hatte den September immer so als sehr schlechten Monat abgespeichert, aber dementsprechend könnte man sich jetzt ja positionieren. Ja, du hast die Inflation angesprochen. Der Markt hatte ja auch sehr, sehr viele Zinssenkungen und schnelle Zinssenkungen gesetzt. Jetzt brummt die US-Wirtschaft aber. Es gibt immer mehr neue Jobs als erwartet. Die Inflation zieht doch ein bisschen weiter an. Was erwartest du da jetzt von der Notenbank in den USA? Und die Notenbank rudert ja ein Stück weit bereits zurück, also beziehungsweise hat der Markt ein zu euphorisches Szenario eingepreist. Wir hatten ja etwa 5 bis 7 Zinssenkungen eingepreist.
zum Jahresanfang und vor gut ein, zwei Monaten lag die Wahrscheinlichkeit einer Senkung im März immer noch bei etwa 80-90%. Und jetzt liegt die Wahrscheinlichkeit einer März-Senkung nur noch bei 18% und im Mai bei etwa 80%. Aber selbst das wird letztendlich datenabhängig sein. Wenn man sich anschaut, wie stark die Wirtschaft in den USA performt, es war ja nicht nur der Arbeitsmarkt, über den Arbeitsmarkt kann man auch ein bisschen streiten. Wir haben die im Januar immer sehr viel Revidierungen, wir hatten einen sehr kalten Januar und all das spielt in die Arbeitsmarktdaten mit rein. Wir haben auch sehr viele Teilzeitjobs gehabt, weniger Vollzeitstellen. Also der Arbeitsmarktbericht, über die Stärke kann man diskutieren, aber wir hatten den Einkaufsmanagerindex der Industrie und der Dienstleister im Januar wesentlich stärker als erwartet. Die Notenbank von Atlanta mit dem GDP-Now-Indikator signalisiert 4,2% reales Wachstum im ersten Quartal, viel stärker als erwartet. Und die Frage wird jetzt letztendlich sein, ob dieses sehr starke Wachstum auch ein Comeback der Inflation bedeutet. Denn die Preiskomponente bei der Industrie und den Dienstleistern war im Januar auch überraschend stark. Und die Verbraucherpreise für den Januar, die jetzt am Dienstag gemeldet werden, am 13. Februar, werden dementsprechend sehr viel Beachtung finden, auch an der Wall Street. Mhm. Ja, du hattest auch in einem Video jetzt vor wenigen Tagen erst gezeigt, dass es eventuell nach dem Vorbild der 70er Jahre eine zweite Welle der Inflation geben kann. Wir hatten das auch Anfang des Jahres auch schon mal thematisiert. Wie wahrscheinlich ist denn das jetzt? Weil der Inflationsverlauf im Vergleich von heute zu den 70ern, der ist ja schon sehr ähnlich mit einem ersten Peak, der dann schnell abklang. Und jetzt wären wir in der Phase, wo diese zweite Welle beginnt. Siehst du das als realistisch, gerade wo man jetzt sagt, die US-Wirtschaft läuft zu heiß? Ich wünschte, ich würde es wissen. Und ich wünschte, die amerikanische Notenbank würde es wissen. Und der Markt ist ja nicht umsonst sehr stark getrieben durch kurzfristige Ereignisse. Also auf jeder Indikator wird gestarrt. Ich meine, überleg mal, Anfang letzten Jahres war die Prognose des Marktes, im Übrigen auch der amerikanischen Notenbank, dass die Wirtschaft abkühlen würde. Eine 64% Wahrscheinlichkeit einer Rezession, das war Konsensus Anfang letzten Jahres. Mhm. Die Rezession kam nie. Anfang diesen Jahres war die Konsensusschätzung, wir kriegen eine weiche Landung. Vielleicht kriegen wir gar keine Wirtschaftslandung. Deshalb kann ich dir die Frage so nicht beantworten. Es ist tatsächlich sehr stark datenabhängig. Aber wenn man jetzt mal die einzelnen Komponenten anschaut, wir haben steigende Containerfrachtkosten durch die Ereignisse im Roten Meer. Die Schifffahrt dort ist ja zum Erliegen gekommen im Prinzip aufgrund der geopolitischen Ereignisse. Wir haben anziehende Preise im Dienstleistung und im Industriesektor im Januar. Jetzt ist ein Monat noch kein Trend und im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dass die Inflation eher ein Stück weit zurücklaufen wird in diesem Jahr. Aber das wird kein linearer Prozess sein. Und wir haben diese Woche auch die Daten bekommen zur Kreditnachfrage und Kreditvergabe der Banken. Das ist normalerweise ein guter Indikator für die Lohninflation in den USA. Mhm. Wenn die Banken anfangen, die Kreditvergabestandards zu lockern, wir sind fast jetzt wieder neutral, dann zieht mit einer Verzögerung von 6 bis 9 Monaten auch das Lohnwachstum wieder an. Das würde also bedeuten, dass wir ab April wieder mehr Lohninflation sehen werden. Will die Notenbank wirklich im März die Zinsen senken und sich die Blöße geben, dass Inflation danach wieder anzieht? Also ich würde mal vermuten, da bin ich eher im Lager von JP Morgan, dass die ersten Zinssenkungen frühestens im Juni kommen werden, wenn nicht sogar noch später, abhängig von der Datenentwicklung. Wie passt es dann jetzt zusammen, wenn die Börsen oder der Markt die Erwartungen an die Zinssenkungen immer weiter rausschieben, die Aktienmärkte aber sehr stark laufen? Also man sagt ja immer so, je höher die Zinsen, desto schlechter für die Märkte. Aber aktuell scheint es die Börsen bis auf kleine tagesaktuelle Anpassungen ja gar nicht so zu stören. Das läuft alles weiter. Nun, die entscheidende Frage ist letztendlich, was macht das Ertragswachstum der Unternehmen? Wir haben ja im Prinzip immer zwei Bälle, die gespielt werden. Mhm. Ne? Auf der einen Seite die Geldpolitik, die die Märkte mit beeinflusst und auf der anderen Seite die Frage, ob die Gewinne der Unternehmen weiter wachsen können. Und wir haben ja sehr hohe Erwartungen für dieses Jahr. Das Gewinnwachstum an der Wall Street für den S&P 500 soll bei knapp unter 12% liegen. Wenn das wirklich erreicht wird, dann kann die Wall Street mit verzögerten Zinssenkungen durchaus leben. Die Entscheidung für die Wall Street, also der entscheidende Faktor für die Wall Street meines Erachtens, ist eher die Zinsrichtung und nicht unbedingt das Tempo und auch nicht unbedingt die Anzahl der Zinssenkungen. Ne? Wir wissen, dass die Notenbank senken wird. Wir wissen nur noch nicht, wann.
Und wir wissen noch nicht, wie stark, aber sie werden senken und die FED wird keine Ausnahme sein. Das wird ein globales Phänomen sein. Deshalb wird das Gewinnwachstum absolut entscheidend. Und ich befürchte, dass wir ähnlich wie im letzten Jahr eine sehr starke Konzentration haben werden auf einzelne Sektoren. Wir haben jetzt im Tech-Sektor die höchste Konzentration im S&P 500, auch bei den Positionierungen seit der Dotcom-Bubble. Und deshalb muss man sehr, sehr genau hinschauen, in welche Bereiche man reingeht. Wenn die Zinsen lange oben bleiben, sind das natürlich für die Tech-Momentum-Werte, die überwiegend unprofitabel arbeiten und für Branchen, die zinssensibel sind, nicht unbedingt eine erfreuliche Entwicklung. Ja, was wir ja aber sehen, dass die Magnificent Seven, also nicht mehr alle, aber immer noch Teile davon wie Nvidia, Microsoft, weiterhin stark steigen und dass vor allem die KI-Aktien, super Microcomputer oder wie Nvidia angesprochen, einfach wahnsinnig steigen. Von Tag zu Tag geht es immer weiter. Du hast auch in einem deiner Videos eine sogenannte KI-Bubble angesprochen. Droht die wirklich zu platzen? Look, wenn ich Charts sehe wie Supermicro, die 700% hochgehen in 12 Monaten, oder auch Nvidia, und wir vergleichen das mal mit den End-90er Jahren, nimm mal den Chart von Cisco, damals das global wertvollste Unternehmen, das Rückgrat des Internets und damit natürlich in der Dotcom-Bubble auch das Vorzeigebeispiel für ein erfolgreiches Unternehmen. Aber was senkrecht steigt, das sinkt irgendwann eben auch senkrecht. Die Frage ist nur, und das kann ich weiß Gott nicht beurteilen, wann dieser Punkt erreicht ist. Ne? Also ich würde mich hüten, eine Nvidia zu shorten, weil ich nicht lebensmüde bin. Der Markt kann länger irrational bleiben, als man sich leisten kann, rational zu denken. Und last but not least gilt für die großen Tech-Werte, dass diese Bewertungen, die wir jetzt haben, ja durchaus auch durch Umsatzwachstum und Gewinnwachstum mitgetragen werden. Das ist, glaube ich, im Wesentlichen der Unterschied auch zu den End-90er Jahren. Diese ganzen Nuckelbuden, die wir hatten, die irgendwo im Namen mal Internet aufgenommen haben und dann hochgeschoben wurden, in dem aktuellen Umfeld wachsen die magischen 7 Werte weitaus stärker als die anderen 493 Werte im S&P 500. Und solange das Ertragswachstum da ist und auch geliefert wird und die Ziele weiter steigen, kann dieses Momentum auch weitergehen in diesen Sektoren. Aber nochmal, ja, wir sind meines Erachtens zu Beginn einer Bubble, keine Frage, nur der Zeitpunkt des Platzens und von welchem Niveau aus gehen wir platzen, da tue ich mich sehr schwer. Goldman Sachs hat das Kursziel von Nvidia gerade auf $800 angehoben, auch mit der Begründung, dass man die Gewinnerwartungen für 2025 und 2026 jeweils um 22% nach oben revidiert hat. Weil wenn Nvidia das liefern kann, be my guest, $800 Kursziel, in dem Fall gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, du hast gesagt, auch wenn die Börse jetzt gut gelaufen ist, erwartest du für die zweite Februarhälfte eher schwächere Börsen, baust erste Short-Positionen auf, sagtest aber, wenn ich es richtig verstanden habe, danach dürfte das Jahr erstmal erfreulich weitergehen. Was sind denn da Aktien, auf die du für danach, also so ab März, jetzt schaust? Also da ich überwiegend sehr kurzfristig unterwegs bin, bringt es fast nichts, jetzt hier irgendwelche Werte zu nennen. Ich würde mal die Vogelperspektive einnehmen und einen Aspekt, den wir auch in dieser ganzen Diskussion nicht vergessen dürfen. Wir haben Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr und wir haben nicht nur Reallöhne, die wachsen, wir haben vor allen Dingen auch einen Staat, der so viel Gas gibt beim Stimulus, dass man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und wir fahren die höchsten Defizite, Haushaltsdefizite seit Ende des Zweiten Weltkriegs und das im Umfeld von Vollbeschäftigung. Und dass in einem solchen Umfeld die Wirtschaft läuft, ist nicht wirklich erstaunlich. Das eigentliche Risiko ist, überhitzt die Wirtschaft und bekommen wir Inflation, muss die Notenbank hier umdenken. Aber sowohl Janet Yellen, die Finanzministerin der Demokraten, das muss man ja sagen, wie auch letztendlich Jerome Powell, der ja eigentlich neutral ist, aber Trump hat ja schon gesagt, wenn er gewählt wird, wird er wahrscheinlich Powell absetzen. Da ist sehr viel Motivation hinter, diese Wirtschaft am Laufen zu halten. Wir haben einen neuen Bullenmarkt, der begonnen hat, technisch.
das Präsidentschaftswahljahr bis auf die Phase Februar, März und Oktober, also der eine Monat vor den Wahlen, sind normalerweise historisch betrachtet sehr gute Phasen für die Börse. Und solange das Ertragswachstum auf Kurs bleibt und dieser Gedanke, dass also irgendwann in diesem Jahr wird die Fed anfangen zu senken, wird die Wall Street insgesamt im Lager des Bullenmarktes bleiben und tendenziell eher weiter anziehen. Du bist ja vor Ort, Markus, und jetzt muss man sagen, aus Deutschland blickt man schon eher neidisch auf die USA mit dem Wirtschaftswachstum, mit dem Aktienmarkt. Das läuft ja alles, das brummt. Allerdings hört man da natürlich auch immer wieder die Stimmen, das, was du angesprochen hast. Ja gut, das ist ja alles auf Pump. Die Verschuldung ist riesig, das ist alles auf Pump. Kann das lange so gut gehen oder wie wird das bei dir vor Ort wahrgenommen? Wie nimmst du das wahr? Nun, das wird so lange gut gehen, solange es der Markt akzeptiert. Wir hatten ja im vergangenen Jahr schon mal eine Phase, in der das Thema nach der Abstufung der Bonität der USA plötzlich auf der Servierplatte war. Die Renditen der Staatsanleihen wurden dann nach oben geschoben, aber das war innerhalb von 1-1,5 Monaten dann auch wieder vom Tisch. Warum? Weil die Inflation weiter abkühlt, weil Zinssenkungen wahrscheinlicher werden, weil die Renditen der Staatsanleihen dadurch runtergezogen werden und weil, ne, wie immer, 64% der Weltwährung nun mal der US-Dollar ist. Und damit können sich die USA mehr leisten als andere Staaten in dieser Welt. Ich meine, wenn Deutschland ein Haushaltsdefizit von 7% fahren würde, dann würde Deutschland wahrscheinlich auch wesentlich stärker wachsen. Ist es haltbar dauerhaft? Klare Antwort, nein, das ist auf gar keinen Fall haltbar und wird ja auch von US-Notenbankchef kritisiert, jetzt am Wochenende in einem Interview bei dem Fernsehsender CBS oder nimm Paul Tudor Jones, einer der großen Legenden an der Wall Street, der auch sagt, this is unsustainable, weil letztendlich gesehen die Schulden schneller wachsen, als die Wirtschaft wächst. Nur wird sich das in diesem Jahr nicht ändern. Wir hatten unter Trump schon Haushaltsdefizite von über 6%. Wir haben unter beiden Haushaltsdefizite von über 7% und weder die Demokraten noch die Republikaner werden im Wahljahr darauf pochen zu sparen, weil das in der Öffentlichkeit nicht gut ankommt. Und deshalb wird zumindest in diesem Jahr das Thema Vollgas immer noch vorhanden sein. Wenn man, also deinen Worten könnte man ja so ein bisschen entnehmen, die Demokraten versuchen, die US-Bevölkerung so lange zu verwöhnen mit Wirtschaftswachstum, mit guten Börsen, bis die Wahlen durch sind und dass Trump im besten Falle nicht gewählt wird aus Sicht der Demokraten? Also klar ist, dass im Fall einer Wirtschaftsflaute Biden nicht gewinnen wird. Und Biden wird es ohnehin sehr schwer haben wegen Trump, zumal die Wirtschaftspolitik und die Einwanderungspolitik von Trump vor allen Dingen in den Swing States bevorzugt wird und Biden hier eher schlechte Karten. Das ist sehr ungewöhnlich, dass wir eine so stark laufende Wirtschaft haben und in den Wahlumfragen profitiert der amtierende Präsident nicht. Deshalb also wird dieser Wahlkampf, glaube ich, ein sehr spannender sein und wir müssen mal wieder zwischen Pest und Cholera wählen. Ne, der eine oder der andere ist ja bei euch in Deutschland nicht anders. Wen soll man da wählen? Ja? Also wer richtet am wenigsten Schaden an? Immer finde ich ein schlechter Ausgangspunkt für eine Wirtschaft. Ne? Der eine über 90 Strafrechtsverfahren am Hals, der andere im Grunde genommen in seinem Amte zu alt. Ja? Und vor allen Dingen auch, wer könnte antreten bei den Demokraten? Also da muss man schon das heitere Berufsraten machen. Der Zug also ist im Grunde genommen abgefahren. Und ja, Trump und Biden wird das Thema sein. Und ich glaube, dass die Wall Street im Fall eines Wahlsiegs von Trump sogar profitieren wird. Denn Trump hat während seiner Amtszeit die Rolle des Staates, die Regulatorik gedrosselt. Das hat geholfen. Der zweite Punkt ist, man hat die Steuern massiv gesenkt für Unternehmen. Nur noch mal zur Erinnerung, 2017 war der durchschnittliche Steuersatz für die Unternehmen im S&P 500 bei 35%. Im Jahr 2018, nach den Steuersenkungen von Trump, war der durchschnittliche Steuersatz bei 21%. Und jetzt geht Trump hin und sagt, well, wenn ihr mich wählt, dann senke ich die Steuern auf 15%. Und damit sind die Amerikaner gekoppelt mit den weitaus günstigeren Energiekosten im Vergleich zu Europa und insbesondere Deutschland nach wie vor ja an erster Stelle. Ja, du hast es angesprochen, wir sind in Deutschland ja im Moment auch politisch ein bisschen in schwierigen Gewässern unterwegs. Es läuft auch eigentlich nicht mehr so gut, auch wirtschaftlich. Wie blickst du aus den USA drauf? Vor allem auch, du ja beide Seiten immer kennst und in Deutschland wird jetzt auch drüber diskutiert, seitens Habeck und Lindner, ja, jetzt müssen wir doch die Wirtschaft mal ein bisschen ankurbeln, Investitionsanreize setzen, Unternehmenssteuern eventuell senken. Kann das so gelingen, wie wir das jetzt hier wieder versuchen?
Also meine persönliche Meinung, wenn ich das so sagen darf, unser Wirtschaftsminister ist eine Peinlichkeit hoch 10. Und ich würde mir wünschen, dass jemand Wirtschaftspolitik macht, der wirklich den Beruf auch versteht. Und das muss man den Amerikanern auch zugute halten. Wir haben eine Finanzministerin, die vorher Notenbankerin war, die weiß, wie es funktioniert. Und das sieht man auch, wie sie jetzt zum Beispiel die Refinanzierungsfenster spielt. Der Staat musste ja im ersten Quartal wieder den Finanzierungsbedarf hochschrauben, also wie viele Anleihen ausgegeben werden. Dafür werden jetzt im zweiten Quartal wesentlich weniger Revidierungen stattfinden. Das hat den Renditen geholfen. Also ja, Pest und Cholera, das kann man wohl sagen. Und in Deutschland haben wir, finde ich, zwei Probleme. Das eine ist einmal der Industriestandort Deutschland. Wir haben in Deutschland etwa im internationalen Vergleich 2,7 Mal so hohe Stromkosten. Wie will die Industrie da wettbewerbsfähig bleiben, auch mit so viel Regulatorik? Da ist Europa auch gut drin. Man muss auch aufpassen, dass wir uns in Sachen künstlicher Intelligenz da nicht wirklich rausregulieren aus den internationalen Märkten. Aber der Industriebereich, wie gesagt, leidet unter der Regulatorik, den hohen Energiepreisen, wobei der gesamte globale Industriebereich zurzeit unter Druck steht, ändert aber nichts an der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu steigern. Und der zweite Faktor ist, wir müssen auch mal Fortschritt denken. Wie viele KI-Unternehmen hat Deutschland zu bieten? Wo stehen wir in Sachen Technologie? Die großen Tech-Konzerne sitzen entweder in China und allen voran, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten. Hier haben wir auch mehr Regulierungsfreiraum. Es ist natürlich auch ein größeres Land, was die Bevölkerung betrifft. Wir haben am Kapitalmarkt tiefere Taschen. Aber zu guter Letzt müssen wir hier in Europa vor allen Dingen einmal und Deutschland vor allen Dingen die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie stärken, den Fortschritt denken, nicht gleich Regulatorik in Sachen künstliche Intelligenz, um nach vorne zu kommen. Wir dürfen nicht immer nur Umverteilung denken, wir müssen Wachstum denken. Und das fehlt aktuell meines Erachtens in Deutschland. Mhm. Ja, Markus, zum Schluss noch. Mit welchen drei Dingen könnten denn die USA Deutschland in diesem Jahr überraschen? Sowohl vom Aktienmarkt, politisch, wirtschaftlich. Was haben wir hier gar nicht auf dem Schirm, was bei euch drüben schon gespielt wird oder im Laufe dieses Jahres eventuell gespielt wird? Ja, da die Börse ja viele Sachen vorwegnimmt, sind die meisten Punkte natürlich sichtbar. Also ich würde es mal so formulieren. Wir haben vier Punkte, die in diesem Jahr ausschlaggebend sind und die gespielt werden in den Köpfen des Marktes. Goldlöckchen. Also, wir kriegen mehr Wachstum, wir kriegen weniger Inflation, wir kriegen Zinssenkungen, aggressive Zinssenkungen und mehr Ertragswachstum. So, das sind die vier Dinge, die gespielt werden in diesem Goldlöckchen-Szenario. Meine persönliche Annahme ist, dass ja, von diesen vier Punkten werden die einzeln betrachtet einige tatsächlich Realität werden. Aber in der Gesamtheit ist es sehr unwahrscheinlich, dass hier alles glatt läuft. Für mich ist es eher so ein bisschen Alice im Wunderland statt Goldlöckchen. Viele Dinge passen nicht zusammen. Denn wenn wir mehr Wachstum bekommen, trotzdem aggressive Zinsen, wie passt das zusammen? Vor allen Dingen auch, weil das Wachstum höhere Inflation zutage fördern muss. Also ich glaube, da wird für mich politisch gesehen einmal die Frage natürlich Trump oder Biden. Vielleicht wird ja Trump tatsächlich vor den Wahlen noch strafrechtlich verdonnert. Das würde den Wahlkampf auch komplett ändern. Und dann ist die Frage, ob Biden tatsächlich als Kandidat noch zur Verfügung steht. Also politisch glaube ich, wird es der größte Überraschungsfaktor in diesem Jahr sein. Und am Rande bemerkt, vielleicht, wenn wir das mal global betrachten, wird der nächste große Überraschungsfaktor sein, dass der chinesische Aktienmarkt vor einem überraschenden Comeback steht. Niemand setzt da drauf, niemand ist in den Markt investiert. Es ist der meistgehasste große Aktienmarkt in dieser Welt. Und der Markt, der von der Bewertung her absolut am Boden liegt, ne? Aus gutem Grund am Boden liegt, aber ne? Todbesagte leben länger. Vielleicht wird das Überraschungskind des Jahres 2024 sein, ein Comeback des chinesischen Marktes. Ich glaube, das haben jetzt wirklich nicht so viele auf dem Schirm. Wir haben zwar vor 2 Wochen ein Interview mit Frank Sieren geführt, der auch sagte, also in China wird jetzt viel getan, dass die Märkte wieder steigen. Aber ja, spannende Einschätzung. Ja. Das Interview von Frank Sieren müsst ihr euch nochmal anschauen an dieser Stelle. Und hier nochmal ein Hinweis. Ich hatte jetzt vor kurzem auch ein Gespräch mit ihm. China, USA. Look, die Tatsache ist,
und das mag Frank Sieren vielleicht nicht gerne hören. Wenn du vor 10 Jahren in den Tech-Sektor des S&P investiert hast, hast du auf Total Return-Basis über 500% Performance. Wenn du vor 10 Jahren auf Chinas Tech-Sektor gesetzt hast, hast du nach 10 Jahren auf Total Return-Basis eine Performance von minus 0,3%. Und das sagt im Prinzip alles. Aber dennoch sagst du, könnte der Markt jetzt rebouncen in China? Er könnte vor einem Rebound stehen, aber China steht vor immensen, auch internen Herausforderungen. Wir haben abfließende Investitionen in China, internationale Investitionen. Wir haben eine Verlagerung der Industrie teilweise in andere Länder wie Indien zum Beispiel. Wir haben das Problem, dass die Immobilienkrise dort, da gibt es jetzt neue Schätzungen, bis zu 5 Jahre dauern wird, bis die überschüssigen Kapazitäten aufgesaugt werden. Deshalb ist für mich ein Comeback des chinesischen Marktes in erster Linie ein Dead Cat Bounce, ne? Eine tote Katze, die dann, wenn du aus dem Fenster schmeißt, nochmal schön hoch bounce, prozentual vielleicht ganz gute Gewinne liefert. Aber China steht immer noch vor immensen Herausforderungen auf internationaler Ebene und am Rande bemerkt, vor allen Dingen dann, wenn Donald Trump tatsächlich die Wahlen gewinnen sollte. Denn Trump hat ja schon signalisiert, wenn er Präsident wird, überlegt er, was immer das heißen soll, die Strafzölle auf über 60% anzuheben für Importe aus China. Würde natürlich den USA auch schaden, aber allein dieses Lautdenken bringt natürlich schon auch eine gewisse Unsicherheit in den chinesischen Markt. Ja, aber spannend, wenn ich da sehe, wie du in Fahrt kommst, Markus, bei dem Thema. Vielleicht müssen wir mal ein Streitgespräch machen zwischen dir und Frank Sieren. Wahrscheinlich stehe ich dann wieder. Ich streite mich grundsätzlich nicht mit Frank. Das ist ein lieber Kerl. Ich mag den sehr. Aber in Sachen China darf man, finde ich, gerade die letzten 5 Jahre auch von Performance des Aktienmarktes die Sache nicht zu schön malen. Ja, dann eine Diskussion, wo ich wahrscheinlich hier mitten in der Nacht stehe wegen eurer Zeitverschiebung und das versuche zu moderieren. Falls ihr so eine Diskussion, kein Streitgespräch sehen wollt zwischen China und den USA, schreibt es mal in die Kommentare. Vielen Dank dir, Markus, für die sehr spannenden Einblicke. Ich bin gespannt, wie das Jahr weitergeht. Ich denke, wir werden uns im Laufe des Jahres vielleicht noch das ein oder andere Mal drüber austauschen. Du hast gesagt, Börse Online, deine alte Heimat. Wir versuchen es hier zu hegen und zu pflegen. Danke dir, Markus. Viele Grüße nach New York. Danke dir auch und bis bald. Bis bald. Und so bleibt mir am Ende nur, wie immer, zu sagen, bleibt investiert.